Jawohl, letztes Mal, dass du diese Animationssequenz ausfüllst. Außer du gehst aus Versehen nochmal runter, bevor du jetzt... Jetzt rufst du ja quasi den wieder zurück, ne? Der unten stand. Ja. Das heißt, wir sehen jetzt gleich wieder eine Sequenz. Ja, genau. Das andere verschwindet wieder, das geht hin. Ne, gut, das ist schon hingegangen, das andere verschwindet jetzt. Kann ich direkt eigentlich eins runter? Ach ja, und wie? Das hinten sitzen der Affen, ne? Affen? Ja, ist dir das aufgefallen? Hä? Sieht aus wie Affen. Die da abgebildet sind auf den Stein. Ach so, ja, das, ja. Sag ich doch. Ich hab gedacht, du willst dich gerade noch ein bisschen affig aufführen. Oh. Aua! Nein, so wirklich affig möchte ich mich natürlich nicht aufführen. Oh Gott, wir haben schon 22:30. So früh? Ja. Bedenke, 16:20. Wie spät wir schon... Gott, wir haben schon 16:20. Das ist ja irre. Ja, du bist echt irre. Wie lange du aufbleibst, ist es... Nein, 16:29. 16:30 haben wir jetzt schon. Mann, das ist irre spät. Die Affen sehen irgendwie cool aus. Mit dieser ja, ausgestreckten so Zunge. Affen, sag ich schon. Ja, Apfen. Du hast eine ganz spezielle... Moment. Eine ganz spezielle Art Apfen. Ja. Solange die sehen wirklich niedlich aus, diese Apfen. Solange es keine Mupfen sind, ne? Ja, genau, keine Mupfen. Ja, Mupfen. Es wäre ja interessant gewesen, da fliegende Mupfen zu haben. Ja. Du hast gesehen, dieses eine Teil ist jetzt auf das andere raufgegangen. Mhm. Das ist echt aufwendig, ne? Ja. Wow, das war knapp. Nein, nicht wirklich. Ich sollte nicht jedes einzelne Glas umschmeißen, was du hier hinstellst, um daraus zu trinken. Das ist eine schlechte Idee, oder? Was meinst du? Mhm. Aber ich wollte die Mücke erschlagen. Die Mücke? Mhm. Hat die Mücke eine Krücke? Nein. Jetzt sicherlich, aber davor noch nicht. Wie geht's denn jetzt weiter? nicht kitzeln. Ist das eine ernst gemeinte Frage, wie es da weitergeht? Du als Zelda-Professor, als studierter Zelda-Professor in der Zelda-Logik studiert Master? Klar. Doch? Das ist ein Master. Wäre schön, wenn es sowas geben würde. Vorsicht. Schon beseitigt. Nach des zweiten Tages so wieder so unpassend. Aber es ist ja nichts passiert. Nicht so wie beim rohen Volk, wo ich dann einfach mal so abgestürzt bin. Yeah, und ich hab's geschafft. Ich bin vor dem Tempel. Jetzt möchte ich ein Exempel. Statuieren. Und jetzt brauchst du wieder deine Figuren, weil du da offensichtlich drei Leute hinstellen musst. Ja. Aber jetzt würde ich gerne ein bisschen noch... Speichern? Nein, Sidequesten. Aber du wirst doch speichern. Bitte... Speichern.
Hä? Aber du musst doch dann den Weg nicht nochmal machen, oder? Nein, deswegen habe ich doch hier die Eulenstatue. Da kann ich mich doch immer hinbieben, Mensch. Hast du nicht aufgepasst? Ich nix aufgepasst, Entschuldigung. Ja, aufpassen ist nicht so dein Ding, hä? Was passiert, wenn du dich da drauf stellst? Ach, die kommen! Aber die sind anders angeordnet. Die waren mal in einer geraden Linie. Aber ist ja auch egal. Ich hole mir jetzt erstmal Rubine, um dann ein bisschen Zeit zu questen. Wieso, Rubine? Wieso hast du eigentlich null? Weil ich die bei der Bank abgegeben habe. Okay. Ich will nichts gesagt haben. Du wirst dir jetzt da keine holen. Doch. Nein! Du bist doch schon knapp da, wo du hin willst. Jetzt krieg ich noch, muss ich noch 4 drauf bezahlen. Egal. Spacko. Egal, die 5000 kriege ich schon locker zusammen. Wann denn? Du kümmerst dich ja gar nicht drum. Du hättest schon längst erreichen können. Spaten. Ja. Du hast erst 4000 und ein paar zerquetschte. Und das finde ich nicht okay. Dann wird es spät. So, du hast so ein tolles Gedächtnis. Wie war der Code? Victor, wie war der Code? Was? Wie war der Code von den Bombern? 4, 2, 1, 5, 3 oder so, ich weiß gar nicht. Ah, gut. Danke. Es war eigentlich 3, 1, 5, aber. Ja. Das meint er, glaube ich, auch. Ja. Guck mal, das läuft täglich um 9.43 Uhr ab. Praktisch. Mhm. Also das heißt, du hast noch Glück um 9.42 Uhr. Ja, dann darf ich sprühen um 9.43 Uhr nicht, dann explodiert die Flasche. Um 9.44 Uhr ist ja alles okay. Ah, gut. Ein silberner Rubin. So, jetzt werden wir... Nennen wir es mal wetten. Du gehst wetten in einem Wettlokal? Mhm. Auf Betten? Nee, nicht auf Betten. Auf was gehst denn sonst wetten? Na, auf die Letten. Ah, okay. Ein ganzes Volk muss dafür herhalten. Aha. Ups. Du wettest auf die Letten. In ihren heißen Betten. Mhm. Okay. Und da werde ich sie dann ans Bett ketten. So, 50 Rubinenpulver was gewollt. Das wirst du wohl brauchen. Oder rauchen. Na, das würde ich dir nicht empfehlen. Das dürfte ziemlich explosiv sein. Ja, da hast du wohl recht, lieber Herr Specht. Mhm. Warum reime ich die ganze Zeit? Weiß ich nicht, weil wir einfach damit angefangen haben und nicht aufhören können, Scheiße zu babbeln. Stimmt. Du gehst zur Milchstraße? Ja, gehe ich. Milchstraße? Ich habe gedacht, die Angelegenheit ist mir doch etwas zu milchig. Und dann habe ich gedacht, gehe ich doch direkt zur Milchstraße. Mhm. Ich finde das sehr merkwürdig. Ich habe die nämlich bisher nur da draußen. Weißt du, direkt vor unserer Schnauze. Mhm. Da gehst du jetzt mit dem großen Fass dran, oder was? Ja. Geht das nicht auch mit dem kleinen Fass? Nein. Ist ja gemacht. So, wir sowieso gleich brauchen. Jetzt motzt da gleich rum. Was hat der mir zu sagen? Der hat den Blütenspann. Der Geist, also was? Ja, gut, das kennen wir schon. Das ist das mit dem Geist, mit dem Tänzer und so.
Aber es ist schon Nacht und ich glaube, die macht nachts nichts. Aber probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe, glaube ich, das Pulverfass dann vollkommen umsonst ausgegeben. Ja. Egal. Ja, da. Egal, das macht ja nichts. Das haben sie bestimmt auch vereinfacht. Wetten, dass sie es jetzt das letzte vereinfacht haben? Weil wir müssen nämlich jetzt anhand der Gefühle der Hunde feststellen, ob sie noch rennen können. Du wirst gleich sehen, wovon ich eigentlich rede, okay? Also, um das mal zu erklären, da wir keine Kamera haben, mein dummes Gesicht hat ihn gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich es offensichtlich nicht verstanden habe. Und so hat er mir das erklärt, nicht wahr? Ja. Aber ich denke, das können sich die Zuschauer auch denken. Bist du dir da sicher? Ja. Okay. Ich meinte ja nur, ich wollte was reden. Ich kann ja nicht nur... Du wolltest was reden? Ja. Was willst du an einem Tag wie diesen? Das ist Mamamoo, Jans und Randebahn, wusstest du das nicht? Möchtest du vielleicht eine Wette abschließen, dann nimmst du jetzt direkt 10 Rubine. Hast du 30? Ja, also das musst du dir ein Hündchen aussuchen, an den du glaubst. Das ist am schnellsten. Bring es zu mir. Ja, aber dann schließ doch eine Wette ab von 1000 Rubinen. Veranstalterin des Hunderennens hält sich für sehr vornehm. Mamamoo Jan vom Hunderennen wurde ins Notizbuch eingetragen. So, mal gucken. Ich kann nicht verlieren. Ich muss mir ein paar anhören. Okay, der nicht. Oh yeah, ich fühle mich unbezwingbar, ich werde sicher nicht verlieren. Klingt gut. Ja, oh mein Kopf, ich war zu lange wach, ich hätte nicht die ganze Nacht lang den Mund anheulen sollen. Wuff, ich fühle mich nicht anders als sonst. Kann ich in die Zukunft blicken, da weiß er nicht, was es kommen wird. Na, ich nehme mal, ich fühle mich unbezwingbar, wo ist denn das? Ich glaube... Wo ist denn der? Vielleicht gewinne ich, vielleicht verliere ich auch. Komm schon. Es wird schon gut gehen. Das ist jetzt nicht so toll. Ich glaube, ich werde das gut abschneiden. So, okay, nehmen wir den hier. Ich glaube, eine richtige hundertprozentige Sicherheit hat man den Hunden nicht. Aber man hat dann mal eine hochprozentige Wahrscheinlichkeit, dass man den richtigen nimmt. Ja, aus dem gesamten Bilanz verliere, okay. Ja, nur 50 Rubine? Ja, reicht. Wenn man 150 Rubine kriegt, dann, dann kriegt man ein Herzteil. Na los, komm schon! Komm schon! Der muss den ersten Platz erreichen, komm schon! Auf! Kämpf dich vor! Komm. Ja. Na. Oh. Zweiter Platz. Mist. Oh. Was wäre der andere? Der Vater ist, ne? Der ist erster geworden. Ne, vielleicht nehme ich meinen Vater. Vielleicht ist sogar eine gute Wahl. War ein Weißer und ich glaube ein Weißer war auch der Vater ist. Du kriegst immer die gleichen irgendwie.
Es ist doof, dass man die nicht sortieren kann, dass du nicht quasi die irgendwo in den Zwinger anschmeißen kannst, den du schon hattest. Sicher, dass es ein Weißer war? Irgendwie schon. Es war ein Weißer, der als letzter gewonnen, also der gewonnen hat. Das ja. Oh, gelb. Das ist der einzige Gelbe, vielleicht ist das sogar die Nummer 1. Das ist der einzige Gelbe. Aber wobei, eben hat er auch kein Gelber gewonnen. Ja, nehmen wir den mal. Dann schauen wir mal. Gott, der schläft ja ein. Und so sorgt er also für seine Welpen. Ah, jetzt boxt er sich nach vorne. Komm schon. Oh. Na okay, ich krieg meinen Einsatz zumindest zurück. Ich nehme lieber den anderen, der sich unbezwingbar fühlt. Gut. Braun ist der, ne, der ist nicht weiß, der ist grau, dieses Mal der Unbezwingbare. Scheint jedes Mal anders zu sein. Ja. Also könnte es doch der Familienvater gewesen sein, der beim ersten Mal gewonnen hat. Wahrscheinlich. Tja, aber diesmal hat er nicht gewonnen. Ja, diesmal hat er nicht gewonnen, scheinbar. Es kommt wohl auch drauf an, wo die starten. Ne? Das war ist ganz gut. Ja, der ist jetzt recht gut, aber das hat nichts zu heißen, weil da kann jetzt auch einer aufholen. Guck, der holt schon einer auf. Die schnüppern sich gegenseitig den Hintern. Das ist wieder der zweite. War ja logisch. Das ist Merkewürdige. Auf jeden Fall hast du etwas mehr Geld zurückbekommen, als du anbezahlt hast. Oder sehe ich das falsch? Ja. Du, es ist übrigens 45. Oh. Ja. Meinst du, du könntest kurz für mich weitermachen? Warte, ich versuche mal die eine Runde hier. Ja, ich kann ja gucken. Du musst ja nur die ganzen Hunde hochheben und nur gucken, welcher sagt, ich bin nur bezwingbar. Ja. Aber ich packe es jetzt auch. Mal gucken. Das wäre sehr interessant. Du müsstest deinen in der Mitte erwischen. Oh, oh, was ist das? Jetzt 50 Rubine verzockt? Nee, nee, gut. Sieht gut aus. Sah gerade so übel aus. Das ist echt eine reine Glückssache. Letztendlich. Man kann es auch den Erstbesten nehmen. Was war das jetzt? Vierter, fünfter, sechster? Ja, aber ich krieg einen Einsatz zurück. Du weißt ja, wie das geht, ne? Ja, so in etwa. Ich kann es probieren. Nur die Hunde hochheben und der sagt, ich fühle mich unbezwingbar, den gerade zu ihr bringen. Wie nimmt man die denn hoch? Mit A.
Ja. Meine Pfoten fühlen sich heute so federleicht an, den nehme ich. Okay, den nehme ich. Und 50, ja? Ja, 50. Und nun sehen wir ein Rennen von einem Hündchen, dessen Pfoten so federleicht sind, dass es fast schon fliegt. Und es holt nach vorne auf. Aber was ist das? Es wird abgehängt, an der Spitze laufen die drei Hunde, die unbesiegbaren Hunde. Unser Federleichtgewicht ist leider ein Fehlschlag ohne Ende. Und das tat weh. Ah, oh, er kam viel zu spät rein. Das war Scheibenkleister. Damit wären wir wieder zurück und versuchen es erneut. Aber dieses Mal nehmen wir kein Federleichtgewicht. Ich glaube. Immerhin, du hast einen Einsatz zurückgekriegt. Wuff, ich werde gut abschneiden. Weißt du was? Ich nehme den hier. Naja, aber viele sagen, dass sie so gut sind und. Ja, und ich nehme einfach mal jeden. Okay. Wenn du sagst, es ist reines Glück. Nein! 1, 2, 3, 4, 5. Nein, ich bin jetzt gerade dabei. Und du bist gar nicht da. Doch. Nein! Du existierst doch gar nicht. Eben. Doch, ich bin der Mensch. Was? Echt? Falls ihr euch über diese komischen Geräusche wundert, da sitzt jemand neben mir und isst 1 Kilo Lasagne mit einem Teelöffel. Es war kein großer Löffel mehr sauber. Tut mir leid. Ist halt alles in der Spülmaschine. Nein, die Spülmaschine ist ja kaputt. Seit einem Jahr. Die Gruppe hat einfach keine Lust, Geld zusammenzulegen. Oh, ach du, mein, jetzt ist der Einsatz verloren gegangen diesmal. Ach du Heilige. Jetzt hast du eine richtig schlechte Wahl gehabt. So, ich glaube, Vicky, du möchtest auch mal eine Wahl treffen? Bitte tu das. Entschuldigung. Also worum geht's genau erklären? Also mit A die... Genau, Viecher aufnehmen. Nimm einfach das Viech, was dir am besten gefällt und dessen Aussage dir am besten gefällt. Der da. Ja, guck, die Aussage. Oh, das ist gut. Nimm mal den. Sicher. Ja, nimm mal den. Der kann nicht verlieren. Ich bin es da, also von daher. Ja, stimmt. Und 50 Rubine bitte. 50 Rubine? Ja. Du kannst auch 500 nehmen, aber so viele haben wir nicht mit dabei. Also 50 hier. Ja, 50. Wieso können wir eigentlich keine 90 nehmen? Bisschen arg viel, ne, wenn es nach hinten losgeht. Ja, aber dann hätten wir auf jeden Fall die 150. Muss ich einmal drücken? Nein. Finger weglassen einfach. Das geht ganz ohne, dass du was. Ich glaube, ich würde den schwarzen nachher, der ganz. Nein, es ist jedes Mal bunt durchgemischt. Alter, hör die doch mal. Vierter. Die Weißen gewinnen immer. Es ist immer einer der Weißen. Okay, merke ich mir. Und zwar einer der sehr Weißen, nicht einer der Gelblichen. Mhm. Also nicht die sich angepisst haben, sondern der ganz Weiße. Einer der ganz Weißen. Einer der ganz Weißen. Entweder du isst oder du pustest, aber nicht beides gleich. Hier der. Ja, irgendwas, was ganz weiß ist und... Vielleicht gewinne ich ja, aber vielleicht verliere ich auch. Nee, mit dem will ich doch, nicht. Doch, der ist doch niedlich. Das wird schon gut gehen. Der, nimm mal den mal. Nee. Was ist denn der? Achso, das ist... Der wird sicherlich nicht. Der ist müde. Wobei, Müdigkeit kann auch mal... Ja, nimm mal den. Warte doch mal. Jo, komm hier mit dir. Mann, ihr hustet alle um mich herum. Das ist doch zum Kotzen. Leute, werdet gesund. Keine Sorge. Ich hab mir das vorgenommen. Ich muss echt was gegen euch unternehmen.
ihr seid ja furchtbar. Als Stefan, der hier so rumgehustet hat, jetzt geht ihr da einfach rein. Wenn du was gegen uns unternimmst, dann bist du Unternehmer. Stimmt. Oh, sieht gut. Und zwar Bestattungsunternehmer. Komm! Jetzt bin ich Erster! Erster! Wow, der ist gut! Wow, hast einen richtig guten ausgewählt! Yeah! Wir haben gewonnen! Ich wollte die ganze Zeit suchen, deswegen. War doch gut, dass ich den ausgesucht habe. Ja, das war der Familienhund. Den Familienhund haben wir zweimal ausgesucht, ne? Ja, zweimal. 500 haben wir jetzt. 150. 500 insgesamt. Ja, 500 Münzen insgesamt. Ja. Rubine. Wow. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Das war genau die 150. Ich glaube, mehr hätte, glaube ich, kein Herz gegeben. Ja? Ich glaube, ja.